Ja, aber wir sind nach wie vor in Yinchuan und Yinchuan, sollte ich den Tonhöhen richtig aussprechen. Und wie ich schon sagte, ist das ja die Provinzhauptstadt der Provinz Ningxia. Und die Provinz ist eine, ein autonomes Selbstverwaltungsgebiet der chinesischen muslimischen Minderheit, der Hui. Und es gibt hier eine Moschee in Yinchuan, die Nanguan Qingzhensi, also die Nanguan Moschee. Und da bin ich jetzt mit euch hingegangen. Links hinter dem Türmchen geht gerade die Sonne unter, aber über dem Gebäude, wie man sieht, geht schon der Halbmond auf. Ich habe gerade von dem netten Menschen am Eingang erfahren, dass überraschend oft Deutsche hierher kommen. Das hätte ich gar nicht so erwartet, aber er meinte so, ja, Ausländer, wenn welche kommen, sind das meistens Deutsche. Ja, ist ja interessant, dann stehe ich ja in guter Tradition sozusagen. Gut, ich werde dann jetzt mal reingehen, aber erstmal bewege ich das Ganze hier noch. Wir gehen noch mal ein bisschen hoch. Da sieht man jetzt nur den Baum, aber dahinter ist ein... Turm, so wie dieser, wenn ich mich nicht irre, nennt man das Minarett. Und von da aus werden, glaube ich, die Gläubigen vom Muezzin zum Gebet gerufen. Ich weiß nicht, wie das hier ist, wie oft da zum Gebet gerufen wird, aber auf jeden Fall ist die Architektur dieselbe wie in anderen muslimischen Ländern auch. Muslimische Länder auch, ja. Gut, China ist jetzt nicht größtenteils muslimisch, aber immerhin, es gibt muslimische Minderheiten und die haben entsprechend auch ihre Gotteshäuser hier. Gut, ich werde jetzt mal die Treppe erklimmen und euch dabei mitnehmen. Nachdem ich die Treppe erklommen habe, kann ich jetzt sehen, dass man zwar nicht reingehen kann, aber man kann hineinschauen und man darf auch filmen. Ich habe den Mann am Eingang gefragt. Es gibt hier zur rechten und zur linken arabisch geschriebene Kalligrafien. Gut, wie man weiß, kann ich kein Arabisch, deswegen würde ich mich freuen, wenn sich das jemand angucken würde und der dann vielleicht sagen würde, was da steht. Wie man sieht, ist hier relativ viel grün. Das liegt daran, dass die Moslems die Farbe grün sehr schätzen. Deswegen findet man diese Farbe auch in vielen Flaggen muslimischer Länder wieder. Ich glaube, Libyen hatte zumindest bis zu Gaddafis Stürzung, wie auch immer, sogar eine ganz grüne Flagge. Und es war dann, glaube ich, auch weltweit die einzige Flagge, die einfarbig war. Aber wie gesagt, auch ansonsten findet man in allen möglichen arabischen Ländern, in den Flaggen aller möglicher muslimischer Länder, die Farbe grün wieder. Das hier ist die rechte Kalligrafie und dann gehe ich gleich mal zur linken Kalligrafie über. Nun bin ich nach links gewandert. Das ist die zweite Kalligrafie, die hier angebracht ist. Ja, wie gesagt, ich kann leider nichts dazu sagen, aber wenn sich jemand findet, der sich damit auskennt, man merkt vielleicht, dass ich mich mit dem Islam nicht unbedingt so auskenne. Ich weiß nur so ein, zwei Kleinigkeiten. Auf jeden Fall, wenn sich jemand findet, der sich auskennt, dann darf er das gerne übersetzen. Also interessieren würde es mich auf jeden Fall auch. Gut, und nachdem wir jetzt dieses schöne Schriftstück angeschaut haben, werde ich mich mal an die Eingangstür begeben. Nun stehe ich vor der Gebetshalle. Die ist vollständig ausgelegt mit Teppichen. Hauptsächlich in der Farbe Blau. Auch Blau ist sehr beliebt, also es war so, dass die Chinesen ja Porzellan exportiert haben. Die hatten ja ein Monopol darauf, bis Porzellan in Meißen nochmal neu entdeckt wurde. Und weiß nicht, weil die muslimischen Herrscher damals übelst auf Blau standen, haben die Blau-Weiß-Keramik ohne Ende aus China importiert. Und das findet man heute in den Sammlungen aller möglichen Museen wieder.
wie zum Beispiel auch in der Türkei im Topkapi-Museum. Gut, hier einmal vom Fußboden langsam nach oben. Da wollte ich euch erst die blauen Teppiche zeigen. Keine Sorge, ich stehe nicht schräg davor. Es ist einfach nur so, dass der rote Teppich irgendwie seitlich versetzt liegt. So, nach oben. Ist nach oben hin relativ offen gehalten. Da haben wir dieses Kuppeldach. Und das wird durch Seitenfenster erhellt. Aber für die Zeiten nach Einbruch der Dunkelheit ist da noch ein Kronleuchter. Ansonsten finden sich innen, man sieht es jetzt links und rechts, Säulen, auf denen auch Kalligrafien angebracht sind. Ebenso wie auf einem Schild über dieser Nische. Das ist jetzt relativ zentral im Bild. Die Nische grün gehalten sehen wir da und darüber hängt ein Schild, ist leider nicht vollständig, also vollständig zu sehen. So, es gibt innen vier Säulen. Jetzt muss ich mal ein bisschen beiseite rücken. Sonst haben wir die Tür hier drauf. Hier vorne ist auch noch eine Säule mit Kalligrafien. Und zur rechten natürlich auch. Falls jemand das identifizieren kann, immer raus damit. Und wo wir gerade bei Porzellan waren, blau-weißer Bemalung, da hinten steht praktischerweise auch gleich eine große blau-weiß bemalte Vase rum. Und wie gesagt, die findet man ansonsten in verschiedenen Sammlungen muslimischer Herrscher in muslimischen Ländern wieder. Im Iran gibt es eine große Sammlung, in der Türkei gibt es eine große Sammlung und halt auch sonst überall. Gut, so viel dazu. Wie gesagt, ich kann leider nicht viel dazu sagen, weil ich relativ unwissend bin, was das Thema angeht. Aber gezeigt haben wollte ich es euch auf jeden Fall. Gut, ich kann euch noch das Eingangstor von innen zeigen. Von außen ist es ein bisschen ungünstig, sich da vorzustellen. Dazu drehe ich die Kamera einfach mal um, dann kann man über den gesamten Innenhof schauen. So, ein bisschen nach unten, also da ist die Treppe, über die ich hochgekommen bin, und halt vorne das Eingangstor. Ja, so viel dazu.